Darauf, Ribetta, herzlich willkommen zu dem alleinigen und rechtmäßigen Reaktionsweltmonarchen. Wer hätte gedacht, dass wir eines Tages auf MP5-2 von Seyed Akhuyeet featuring Kollege reagieren werden? Damals eine richtig spannende Zeit gewesen, als das Ding mit Zelt losging, so diese ersten Freestyles, das Ding bei McDonald's zum Beispiel. Ja, dann so seine Freestyles, wenn die durch die Stadt gefahren sind und Seyed hat dann so auf Türkisch gerappt. MP5 war nice. Danach kam irgendwie nur noch Holz. Jahre später droppt er Paragraph 84. Bis jetzt mein absoluter Lieblingstrack von ihm. Ich finde ihn da aggressiv. Er ist on point. Versucht so ein bisschen seine Stimme zu pressen. Ben Tiger war auch schön. Club Sound, bisschen andere Richtung. Bisschen Feierabendmusik. Nice. Danach kam irgendwie wieder nur noch Holz. Meine Meinung. Und ich hoffe, dass mit MP5-2 wieder neue Epoche eingeleitet wird. Deshalb freue ich mich einfach auf das Ding. Ich würde sagen, wir lassen es einfach mal wieder knacken, Freunde. Ein paar Tagen ist es offiziell bekannt. Oh, Was wir der eigentlich Memo. schon geahnt haben, ist nun Wirklichkeit. Seyed und Kollega gehen getrennte Wege. Seyed ist offiziell kein Ah, Teil mehr okay. von Kollegas Label. Kollege und Seyed trennen. Trennung von Seyed und Alpha Music. Okay, cool. Cool, haben die mit eingebaut, als damals alle darüber berichtet haben, dass da eine Trennung stattfindet. Coole Idee. Empire bzw. Kollega. Die Trennung von Zayed und Alpha Music Empire. Damit ist Zayed also nun kein Teil von Alpha Music Empire. Ich vermute, er wird auch kein Teil mehr. Viele spekulieren wahrscheinlich, oh, Zayed kommt zurück zu Alpha. Ich glaube nicht. Ich denke, er wird seinen eigenen Weg weitergehen. Ich glaube, ich würde es mir sogar wünschen. Ich glaube, ich würde es feiern. Asche, Kolle, Zayed, aber okay. Das fuck Business, Bitch. All diese Schlangen lästern hinterrücks, doch ihre Pläne sind missglückt. Jetzt schaut mir ins Gesicht. Immer noch La Familia. Und deshalb bin ich mit dem King zurück. Ich nenne den. Okay. Die Fotzen nicht Fotzen, weil ich bosshaft bin. Nein, ich nenne die Fotzen Fotzen, weil sie Fotzen sind. Okay, nice. Es gab einen Rollentausch. Damals bringt der Kollege und diesmal bringe ich Seyed mit. Und Seyed hat damals gerappt, ich nenne sie Bitches, weil sie Bitches sind. Also quasi, die haben so ihre Rollen getauscht. Geil, Alter, geil. Weil ich bosshaft bin, nein, ich nenne die Fotzen Fotzen, weil sie Fotzen sind, yeah. Ich nenne die Bitches Bitches, weil sie Bitches sind. Oder Schlampen, ist doch auch egal. Ja, geil, Alter. Ich lass mir nicht in die Suppe spucken. Deutscher Rap trainiert mit Gruppen, kuscheln seine Muskelgruppen. Ich hab da keine Schuld. Deutscher Rap trainiert mit Gruppen kuscheln seine Muskelgruppen. Suppe spucken. Deutscher Rap trainiert mit Gruppen, kuscheln seine Muskelgruppen. Ich hab da keine Muskelgruppen, Alter. Das kann auch nur so lässig vom King kommen. Einfach nur so. Schuld dran, Partner, bring die Opfer zum Kultaltar. Das Blut pumpt in der Pulsschlagader. Kochend heiß, so wie Vulkan, aber ultra harter Fulltime-Hustler. 20 Jahre lang Gold-Getter, um mich rum alles Gold-Digger. Als wär ich ein Cold-River, Trill-Gangster, no filter. Um mich rum alles nur Gold-Digger, Leute, die so mit Leuten abhängen wollen, Beziehungen haben möchten, mit jemandem, der Geld hat, auf der Suche nach Gold. Ah, was ist das für eine ultra chillige Stimme, Alter? Was ist das für eine perverse Stimme, die er hier gerade droppt? Code Digger, als wär ich ein Code River. Trill Gangster, no filter. Move smooth wie bei High Fischen. Der Bruder richtete sein Blick in die Zukunft, so wie Science Fiction. Move smooth, boah. So chillig wie Haifische schwimmen. Oh mein Gott, Alter, was ist das für eine krasse Stimme, die er hier benutzt? Ey, Freunde, ich glaube, der King ist back. Er war nie weg. Shooten mit Night Vision durch tiefe Täler und Schatten. Beide wieder lebt mit den Ratten. Doch ein Baum braucht auch paar Niederschläge zum Wachsen. Immer noch King. Ein Baum braucht auch ein paar Niederschläge, um zu wachsen. Oh mein Gott, ist das ein krasser Vergleich, Alter. Auch paar Niederschläge zum Schatten, beide wieder lebt mit den Ratten. Doch ein Baum braucht auch paar Niederschläge zum Wachsen. Immer noch King. Vergoldete Zähne, Zähne. An der Hals hat er Ketten. MP5 versteckt in der Stone Island drin wie ein Alcatraz-Häftling. In der Stone Island drin wie ein
Alcatraz-Häftling, okay, meint die Modemarke. Oh, krass, Alter. Und das Gefängnis damals Alcatraz. Ich glaube, das ist jetzt Museum oder so. Huh. Topform, Alter. Nimm mich in römischer Therme mit Mafiosi am Salzwasserbecken. Kalt und berechnet das Rap-Game betrachten und deine Gewalttat besprechen. My Baron F-Face, weiter um Sensei. Was geht ab, Alter? Ey, ganz ehrlich, ich hoffe, Kollege kommt genau mit dieser Stimme wieder. Das erinnert mich so ein bisschen an damals. Aber das ist so. Boah, ich hoffe. Ich hoffe, es gibt keine Kollege-Fortsetzung, also von dem Album. Aber das ist so diese Stimme. Oder so dieses King-Ding, wo er auch so dieses chillig-arrogante benutzt. Oh mein Gott, Alter. Kollege, say it, Gangster-Brüder, so wie Jesse und Frank James. MP5-Shots in dein Head. In dein Head. MP5-Shots in dein Head. In dein Head. Maybach und F-Pace, Fighter und Sensei, Kollege, Sayed, Gangster, Brüder, so wie Jesse und Frank James, MP5-Shots in... Es wurden auch einfach schon viel zu lange keine Core-Beats mehr benutzt. Das ist so eine Assoziation, die ich habe. Ich höre einen Core-Beat und muss direkt an Kollege denken. Okay, meiner Meinung nach war MP5-1-Beat ein bisschen knackiger, ein bisschen zügiger, ein bisschen aggressiver so, aber... Puh. Ich liebe Corbeats. Ich liebe einfach Corbeats, Alter. Der ist echt schön. War allein in dem Business, doch ich schreib meine Geschichte. Von Alpha weg, doch Alpha sein heißt, du machst eigene Schritte. Yeah. Nie mehr Dope-Ticken an Stadtrand, Kids. Sayed ist jetzt Unternehmer wie die PSG-Ersatzbank, Bitch. Yeah. Ist jetzt Unternehmer. 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 Okay, krass. Ein schöner Vergleich, okay? Also die auf der Ersatzbank sitzen, sind natürlich unter ihm. Der von Farid war damals noch ein bisschen geiler, finde ich so. Denn ich bin jetzt Unternehmer wie Fußballstollen. Oh mein Gott, aber geil, ey. Der ist wirklich geil. Wie Musterwandmotive, Lamborghinis sind Randnotizen. MP5, sie liegt bankpoliert in der Schrankvitrine für Bankenkriege. Bitches machen auf Aphrodite, doch sind geschminkt aus wie Pantomime. Gratuliere, Sayed Pimp lässt die Lady springen, so wie Trampoline. Maybach und F-Pace, Fighter und Sensei. Kollege Sayed, Gangsterbrüder, so wie Jesse und Frank James. Gebe keine Fick auf das Gelaber, diese Bitches in der Theorie und der Praxis bin ich Sayed. Ja, also ich muss sagen, er gefällt mir richtig gut, Alter. Auch wenn er schon wieder irgendwie so versucht, so seine Stimme so chillig klingen zu lassen. Ganz ehrlich, wenn man sich so Paragraph 84 anhört und er versucht so ein bisschen böse zu sein, dann ist das einfach noch viel, viel geiler und passt meiner Meinung nach noch viel besser zu seiner Stimmfarbe. Aber okay, es ist nice, es ist echt nice. Der frechste Kanake der Galaxis. Engel mit der Acker, weiße Flügel, so wie Asterix. Ratata, krasser Motherfucker, wie ein Maharaja, Bitch. Abgewichst wie Schattentricks. Call Merkel nachts per Sprachanruf. Die Dame geht nicht ran, deshalb Staatsbesuch im Schlafanzug. Staatsbesuch im Schlafanzug. Tijara im Pyjama, wer kennt das noch? Und F-Pace, Fighter und Sensei, Kollege Sayed, Gangster, Brüder, so wie Jesse und Frank James. MP5-Shots in dein Head, in dein Head. MP5-Shots in dein Head, in dein Head. Maybach und F-Pace, Fighter und Sensei, Kollege Sayed, Gangster, Brüder, so wie Jesse und Frank James. Maybach und F-Pace, damit meint er wahrscheinlich seinen Jaguar. Bin ich gar nicht drauf eingegangen. Okay. MP5-Shots in dein Head, in dein Head. MP5-Shots in dein Head, in dein Head. Winterlicher Mondlichtkranz, Dinner mit der Hochfinanz. Gleite Cops wie immer durch die Finger wie ein Rosenkranz. Sie wollten Feuer legen wie beim Indianer-Totentanz. Ohne Chance, die MP5 hat minimale Toleranz. Mein Life begleitet. Boah, okay, mega chillig, wenn die beiden sich so abwechseln. Oh mein Gott, Alter. Lobgesang, der Life begleitet Todesangst. Eure Zukunft liegt in Gottes Hand. Coole Szene. Ja.
Ja, oh, er schmeißt die MP5 weg. Die Saga ist zu Ende, oder was? Bratan, mach das nicht, Alter. Okay, heftiges Close-up. Oh, krass, okay. Boah, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich würde es mir am liebsten, ich würde es mir gleich nochmal anhören. Das war ja, also Kollega ist auf jeden Fall in Topform. Da wird irgendwas richtig Brutales, Großes auf uns zukommen, da bin ich sicher. Das ist wie dieses Science-Fiction-Ding, was er gebracht hat. Da sind wir gerade gar nicht drauf eingegangen. Das irgendwas zukunftsweisend wie Science Fiction oder so. Wer hat damals auch gedacht bei iRobot, dass 2035 auch die Autos fliegen werden? Ich glaube es immer noch. Ja, der Film ist jetzt schon 17 Jahre alt oder so. Ich glaube immer noch dran. Das wird passen. Das wird klappen. So, und genau so ist seine Musik im Moment. Da kommen einfach Überraschungspakete des Todes raus. Und ich glaube, das nächste Album, was von ihm kommt, das wird extrem laidback, Alter. Oh mein Gott. Ich freue mich auch für Sade, dass er so einen krassen Start jetzt hingelegt hat für seine Promophase, für seine angehende, falls das jetzt in die Richtung gehen sollte. Dann drücke ich ihm auf jeden Fall die Daumen. Wir bleiben gespannt, Freunde. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Ding fandet. Und was natürlich die Frage aller Fragen, was ist euer Lieblingstrack von Sade bei Kollega? Brauchen wir gar nicht darüber zu reden. So, Freunde, ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal auf gar keinen Fall wieder und sonst spätestens morgen im Livestream. Ich küsse eure Nasenhaare. Da war ich bezahlt.